als wir ins Stadion gefahren sind und auch durch die Stadt, war es schon ein bisschen ein komisches Gefühl, weil es einfach die alte Heimat war. Aber mit Anpfiff, wie gesagt, ist es weg und dann wird gefightet und danach kann man wieder quatschen und lachen. Ja, das war ein hartes Stück Arbeit heute. Wir freuen uns über die 3 Punkte. Ansonsten gab es schon Problemchen für uns, einige sogar. Natürlich in erster Linie, weil wir gefühlte 6 bis 8 Großchancen hatten und vergeben hatten. So gesehen war es eigentlich bis zum Schluss immer nur so ein bisschen eng und ein bisschen schwierig und unnötig. Dann haben wir heute ganz sicher auch mit den großen Temperaturen zu tun gehabt. Also es war doch sehr spätsommerlich warm. Das hat man uns im Spiel angemerkt auch. Aber im Großen und Ganzen sind wir natürlich froh, dass wir 3 Punkte geholt haben. Bei Freiburg ist sicherlich keine schlechte Mannschaft. Es war wirklich sehr anstrengend. Wir hatten immer kurze Trinkpausen, aber man kann gar nicht so viel Wasser trinken, wie man da verliert. Und natürlich wird es dann intensiv. Und heute war auch ohne das Wetter ein intensives Spiel und dann kam das eben noch dazu. Und es hat sich alles ein bisschen aufaddiert und ja, die Kräfte sind langsam geschwunden, sag ich mal. Ja, wie es halt so läuft. Ja, ich glaube, nach 5 oder 8 Minuten haben wir schon 2 große Torchancen gehabt, die du eigentlich machen musst. Die machst du nicht und dann kommst du immer ein bisschen mehr unter Druck, weil natürlich die Heimmannschaft ja auch mit Fußball spielen will und auch kann. Die Mannschaft ist ja gut. Und dann haben sie eben gemerkt, okay, es steht nur 0, sie sind im Spiel drin, sind reingekommen, nachdem Bayern nicht getroffen hat. Und dann wurde es halt so ein relativ zähes Spiel, wo wir immer wieder im Laufe der Spielzeit immer wieder Chancen hatten, die wir zum Teil wirklich einfach deutlich vergeben haben. Aber gut, und das Gegentor dann zum Schluss ist natürlich sehr ärgerlich, weil wir haben uns natürlich auch schlecht angestellt. Ja, ich denke, wir müssen die Torchancen machen, dann läuft es ganz anders. Und klar, wenn die merken, wir treffen das Tor nicht, dann kriegen die Aufwind. Wir haben dumme Fehler gemacht, dadurch machen wir den Gegner noch mal stärker. Und so haben wir selber die stärker gemacht und wir haben nicht mehr den Zugriff gekriegt. Haben dann zum Glück die 2 Tore geschossen, noch ein dummes Gegentor gekriegt. Aber naja, Hauptsache 3 Punkte.